Hallo Freunde und ein herzlich willkommen zurück zu Amüsierter Tablette mit Project Cars. Wir machen weiter in unserer Karriere. In der letzten Folge sind wir mit Go-Karts in 250cc unterwegs gewesen. Zurück in unserer Karrierezentrale. Wollen wir mal gucken, was unser Rennkalender so hergibt. Auch wieder Supercard. Danach könnte Formula C mal gucken. Okay, also wir sind immer noch bei den Supercards unterwegs. 10 Minuten ist die Sitzungsdauer. Den KI habe ich letzte Folge versprochen, werden wir ein bisschen stärker einstellen. Den werden wir mal auf 60 einstellen. Und wir werden einfach mal teilnehmen. 10 Minuten denke ich mal deswegen, weil man so schön sieht, die Länge der Strecke von 2,65 Kilometern ist doch sehr kurz. Und dann gucken wir mal. So, wir werden dann auch... einfach gleich starten. Auf der Strecke waren wir schon mal, die kennen wir. Außenansicht ist für mich bei den Go-Karts echt angenehm. Wir können es gerne mal probieren, auch in der Innenansicht. So, hier haben wir die Lenkradansicht. Unsere Reifen sind natürlich noch total kalt. Schade ist natürlich, dass man sich an den nicht vorhandenen Rücklichtern der Gegner orientieren kann. Bei den großen Fahrzeugen ist es ja so, dass wir immer gucken können, okay, wann bremst der, wann sollten wir uns langsam dafür bereit machen. Hier geht das nicht, umso lustiger. Oh, ab ins Kiesbett. Wir machen mal wieder eine Außenansicht. Das ist vielleicht doch ein bisschen einfacher für uns hier. Ah, die Strecke ist gar nicht so einfach. Okay, harte Rechtskurve, die muss ich mir unbedingt merken. Ja, wenn die Reifen einmal dreckig sind, dann ist verkackt, ne? Also. Das dauert dann auch erstmal einen Augenblick, bis die wieder sauber gefahren sind. So, die haben wir ganz gut bekommen. Zeit ist natürlich ungültig. Vielleicht schaffen wir mal eine ordentliche Zeit. Gucken wir mal. Ich setze mich grundsätzlich auch nie, die Frage kam schon des Öfteren auf, warum ich nicht einfach mal auch ja, ins Fahrzeug-Setup gehe und ein paar Sachen einstelle. Mache ich grundsätzlich nie. Das ist mir zu viel Arbeit, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich fahre das Fahrzeug so, wie es ist. Klar könnte man hier vielleicht noch ein oder zwei Sekunden rausholen, aber ob man die wirklich jetzt braucht, sei jetzt mal so dahingestellt. Jetzt kommt die harte Rechtskurve wieder, an die ich jetzt denken muss. Schön bremsen hier. Diesmal hat es geklappt, wunderbar. Aber die Zeit ist auch wieder ungültig, wenn ich das richtig sehe. Ja. Okay, wir müssen uns mal ein bisschen bemühen. So, harte Rechtskurve. Das sah gut aus. Vielleicht schaffen wir jetzt diesmal eine Runde. Oh, die werden wir nicht schaffen. Wieder zurück. Ja, ist klar. Gar nicht so einfach.
Auf jeden Fall kennen wir die Strecke hier. Ich denke, wir werden jetzt einfach gleich in die Box fahren und bis zum Ende simulieren. Strengen uns jetzt nochmal an für eine Runde hier. Ordentlich fahren. Hütchen. War, glaube ich, meins. Okay, das könnte, glaube ich, diesmal ein bisschen lustiger werden mit den Gegnern. Die sind doch ordentlich unterwegs. Und wir haben eine Zeit von 4 und 5. Oh, das tut mir jetzt leid. Also war nicht der Plan. Oha. Gut, wir werden mal gucken, dass wir den Rest der Runde simulieren. Der Rest der Sitzung wird nun in Echtzeit simuliert. Ein KI-Fahrer wird dein Wagen. Okay, das ist sehr schön. Wir gucken jetzt einfach mal zu. 4 Minuten 13 muss er noch machen. Bin gespannt, was der KI-Fahrer daraus macht. Ah, der ist langsam unterwegs. Was machen die anderen Fahrer? So sieht das komplett aus, die komplette Strecke. Der grüne Punkt, der bin ich. Wir werden einfach mal die Kamera umschalten. So sieht das Ganze in der Helmansicht aus. Das verschwimmt natürlich alles sehr ordentlich. Oh, das sah gefährlich aus. Okay, es geht in die Box, warum auch immer. Wahrscheinlich um mal auch zu tanken oder weiß der Teufel. Ja, schöner Fehler gewesen. Aha, okay, das war auch wieder ein kleiner Bug. Das heißt, hier scheinen ein paar mehr Bugs unterwegs zu sein. Ich würde einfach sagen, wir lassen ihn 2 Minuten jetzt noch hier runterdödeln, sehen uns gleich wieder. Ich melde mich sofort wieder. Ciao. So, Freunde, wir sind wieder zurück. Unser freies Training ist jetzt beendet. Wir werden einfach weiter zum Qualifying gehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir zum Ende der Sitzung springen sollten. Wir haben auf jeden Fall... Achso, das ist jetzt noch momentan... Oh, keine Ahnung, werden wir jetzt einfach das Ding machen? Das Rennen geht hier jetzt auch so 10 Minuten. Wir werden einfach mal zum Ende der Sitzung springen. Starten dementsprechend als Letzter. Wir werden einfach das Sprintrennen machen. Umso spannender wird es jetzt für uns. Wir gehen in den Fahrbereich. Also Gas geben hier. So, es geht los. Wir starten als Letzter. Ein bisschen kriegen wir hier was scheinbar auf die Reihe. So viele Fahrzeuge sind es ja nicht. Oh, Unfall vor uns. Oh, also die Dinger zu lenken, das ist echt eine Katastrophe.
Hallo, hallo, Freundchen. Ich habe auch keine Anzeigen und kein gar nichts momentan hier. Ah, da sind meine Anzeigen. Na. Also man sollte mit dem Go-Kart nicht an irgendeinem Poller hängen bleiben. So, wir müssen zwei Runden durchhalten. Das wird natürlich jetzt sehr knackig. Na, sage mal. Ich glaube, mein Go-Kart hat einen Schaden bei dem Auffahrunfall erlitten. Das heißt, wir werden jetzt hier entspannt hinterherfahren. Ja, so ein bisschen zuckeln tut das Go-Kart hier auch. Gut, ich würde sagen, das ist wohl verkackt gewesen, das Qualifying. Da hätten wir uns einen besseren Platz rausnehmen können. Vielleicht wären wir nicht gleich ganz letzter. Oh, da schlingelt hier das Go-Kart gerade. Kaum zu halten auf der Strecke. Na, Kollege. Eieiei, ah, ja, vielleicht hätte ich auch mal bremsen. Gut. Wir fahren einfach mal ins Ziel. Haben wir noch den fliegenden Start, wo wir vielleicht uns noch ein bisschen verbessern können. Schauen einfach mal. So, erste Rennen war nichts. Wir klicken auf weiter auf das zweite Rennen. Was wir natürlich auch fahren möchten, was wir auch als 12. starten werden. Das ist ein fliegender Start. Das heißt, kann alles nur besser werden. So, man hat uns gleich hier von links hops genommen. Hab jetzt aber auch ehrlich gesagt keinen Bock, mich hier mit anderen anzulegen. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier mal vorankommen. Aber die Gegner, die sind ja so dreist, die schubsen ja hier ohne Ende. So, zweiter. Das ist doch schon mal ein schöner Anfang. Oh, oh, nicht doch schon wieder. Nicht doch schon wieder. Ganz cool bleiben. Oh, sehr schön. Puh. Das sieht aus wie mein, ja, Teamkollege hier. Den haben wir jetzt erstmal aus Versehen abgeschossen. Dafür kann ich aber nichts. Er hätte auch bremsen können. Ich bin von innen gekommen. Rundenzeiten interessieren uns hier nicht. Langsam könnte aber die Serie der Go-Karts auch beendet werden. Ich will jetzt eigentlich die großen Fahrzeuge fahren hier. Oh. Akbar, so wird das nichts. Die sind so unmöglich, die Go-Karts, echt. Mit dem bleibt man überall hängen mit den Teilen, ne? Na gut, die Lücke werde ich jetzt nicht mehr schließen können. Aber wir sind auf jeden Fall im Ziel als Zweiter. War jetzt nicht so berauschend. Einfach mal auf Weiter klicken. Auf Weiter. Zweiter. Hier brauchen wir uns gar nicht weiter drüber unterhalten.
Schön, dass ihr dabei wart. Wir kehren auf jeden Fall zur Karrierezentrale zurück. Ich hoffe, dass die scheiß Go-Karts jetzt endlich vorbei sind und wir mal richtig durchstarten können. Schön, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und sage bis dann. Ciao.